Dieses Erdbeben macht mich ganz schön zappelig. Oh, komm, Alter. Du bist der glücklichste Mann der Welt. Und wenn Glück nicht reicht? Ach, schau. Die kleine Sashimi. Weg von mir, einäugige Schlampe! Rechtes Auge. In die Ecke. Obacht, Leute. Manchmal geht so ein Witz dann doch ins Auge. Und damit herzlich willkommen hier wieder zurück zum Motorstorm Apokalypse. So ein kleiner, schöner Comic direkt am Anfang. Ist einfach geil, lockert die Stimmung ein bisschen auf, bevor ich dann wieder komplett ausraste. Weil ich hier nach Strich und Faden beschissen werde und mich alle immerzu anrempeln. So, es geht los. Doglands, Schiffswurm, Tag 1, Nachmittag, let's go. Schön im Rennrally-Auto. Ja, geil. Richtig geil. Wir haben das letzte Mal natürlich hier schon den ersten Part aufgenommen. Bei der zweiten Kampagne von Motorstorm. Es war einfach nur spektakulär. Es war einfach nur geil. Und ich vermute mal, ich gehe davon aus, ich verspreche es euch, diese Folge wird noch spektakulärer, noch geiler. Ich weiß, das ist eigentlich gar nicht mehr möglich, aber es ist immer. Man schafft es. Das ist wie bei Stirb langsam. Du guckst dir den Film an und denkst, Alter, was beim nächsten Film, was wollen die denn bitte noch machen? Und es geht einfach immer noch ein bisschen geiler. Da wäre die erste Karte gewesen, die habe ich leider verpennt. Und ja, Eliminierungsrennen. Das war seins. Auf jeden Fall, wenn der Timer da oben abtickt, nicht auf dem letzten Platz sein. Denn sonst wird die Bombe in deinem Auto gezündet. So, im dritten Platz. Das ist okay. Es geht. So, ich darf natürlich jetzt auch nicht überhitzen, den Booster. Denn das würde mich wahrscheinlich so viele Plätze nach hinten buxieren, dass ich eigentlich aufgeben könnte. Oh, da ist die Karte. Ah, da hätte ich die Scheibe runter machen müssen und hätte sie mir grapschen können. Aber ich komme wieder. Nächste Runde. Sehr weit rausgedriftet. So, es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen hier vorne. Keiner schenkt dem anderen was. So, wieder eine Karte. Da haben wir sie gekrallt. Was für ein Rennen. Was für ein Rennen. Und go. Zack, aufgekommen. Sehr gut. Es sind nur noch 11 im Rennen. Nur noch 11. Die Wracks von den anderen übrigen Verdächtigen, die liegen wahrscheinlich hier auch irgendwo auf der Strecke. Was ist das? Was ist das? Das will ich nehmen. Jawohl, ja. Boah. Alter. Da hatte ich ziemlich lange Airzeit. Aber trotzdem war irgendwie geil, ne? So, wo ist die Karte? Bin die hin? Die ist weg. Die hatte ich doch gar nicht, oder? Habe ich die doch gekriegt. So, langer Drift nach außen, ihn drehen. Alter, es sieht so aus, als wäre das geplant, aber natürlich ist es geplant. Natürlich. Locker. Da sind sie. Yo. Da sind sie nämlich hier. Die Wracks von den üblichen Verdächtigen, die ich eben schon erwähnt habe. Und die liegen natürlich jetzt hier als physische Widerstände im Weg. So, der Jump da, der war kacke. Da fahre ich lieber einmal außen rum. Oder? Ah, er sieht schon geil aus, ne? Aber bringt mir halt nichts. So, den Jump nehme ich mit hier. Weil ich es kann, da ist eine Karte. Da wäre eine Karte gewesen. Und zack. Abkühlen, abkühlen, abkühlen. Yes. Schön. Die Frischluftzufuhr. Oh, der Drift ist geil hier. Schön durch die Pfütze. Man merkt so richtig, wie der Arsch nach draußen geht. So. Ja, genau. Fahr du mal vor. Da vorne sind nämlich die Wracks. Okay. Ja, müssen wir jetzt mal in Kauf nehmen. Aber dafür ist der natürlich auch runtergefallen. Aber der da vorne, der hat sich jetzt natürlich eine gute Pole Position angeeignet. Der hat das einfach hemmungslos ausgenutzt. Ne? So, okay, jetzt brauche ich irgendwie was noch zum Abkühlen. Den müssen wir kriegen. So, aber die Karte will ich auch haben. Yes, man! Alter Latz, er kann es aber auch. Und dann versaut das, dann versaut das. Zack! Der hat abgebremst für mich. Der hat definitiv für mich abgebremst, oder? Der hätte jetzt einfach NOS geben können. So, jetzt müssen wir alles geben. Jetzt müssen wir alles geben. Und zack.
Jetzt ist es natürlich gefährlich. Der wird jede Möglichkeit versuchen, mich hier zu überholen. Da muss er aber erstmal durchpassen. Und das hat er nicht. Damit hat er geloost. Das war so klar, dass ein Wrack auf der Brücke steht. Jede Runde war das bis jetzt so. Und ich hatte einfach nur Glück. Ich hatte einfach nur Glück, dass es nicht auf meiner Spur war. Alter Latz. Es geht. Die Erfolgsgeschichte geht weiter. Fanfare de France fährt hier auf den ersten Platz. Bisschen Glück. Mit ein bisschen Glück. Das gebe ich durchaus zu. Ja, Leute. Ihr könnt ja mal in den Comments so ein paar, Achtung, Kommentare hinterlassen. Deswegen heißt es Comments. Wie euch das Spiel gefällt. Ich meine, es hat schon ein paar Jährchen auf dem Buckel, aber ganz ehrlich, es sieht Hammer aus, es spielt sich Hammer und die Action ist einfach nur krass. Das ist nicht Pech, das ist Unvermögen. So, Kriegsspiele. Terminus, Tag 1. Die Sonne geht langsam unter, aber das Rennen kann nicht gestoppt werden. Es geht immer weiter. Wir jetzt wieder im Geländewagen. Wir sind unterwegs. Taylor hat einfach nicht genug. Er muss sich hier einfach so ein bisschen zeigen, dass es drauf hat. Er lässt sich aber auch einfach provozieren, ne? Er sagt, kommt einfach einer an und sagt, du Lappen, ich mach dich platt. Und schwupp, hänge ich hier wieder im Geländewagen drin und muss einfach allen zeigen, dass ich der Obergeilste bin. So, soll ich es beweisen? Let's go. Okay, kennen wir die Strecke schon? Ich glaube, die sind wir in der ersten Kampagne schon einmal gefahren. Hier links war, glaube ich, der Park, wenn ich das noch so richtig... Und hier geht es gleich in so eine Unterführung rein. Da, gerade da ist die Unterführung. Ja, einmal sind wir die Strecke schon gefahren. Und ich glaube, im Motorstorm Apokalypse gibt es kein Rennen zweimal. Das heißt, hier wird irgendwas Geileres passieren, oder? Hier wird doch wohl definitiv noch irgendwas in die Luft fliegen. Hey, rechts rum. Ja, aber so ganz wie beim ersten Mal war es nicht, ne? Bisschen anders ist das hier, kenne ich nicht. Das ist anders. Oder? Ach, keine Ahnung. Ziemlich eng, aber... Zeit, nee, ziemlich viel Zeit miese gemacht. Rechts oder links, ich habe keine Ahnung. Okay, der Jump. Finde ich gut. Beim Jump bin ich eigentlich immer dabei. So, aber alle Wege führen eigentlich in eine Richtung, nämlich Richtung Ziel. So, jawohl. Und einmal ab ins kühle Nass. Alter Latz hier. Richtig schön die Halfpipe nochmal hoch. Und wieder rein in den nächsten Gebäudekomplex. Alter, er fliegt. Achtung, Bus. Da ist ein Bus, Mann. Ich sag's dir. Und einmal durch. Alter Latz, ist das geil oder was? Alter, ne. Den müssen wir battlen, aber der ist ein bisschen dicker als ich. Vielleicht keine Chance. So, zweite Runde. Ich finde, ich fahre jetzt gar nicht so schlecht, aber die da vorne fahren eben einfach ein bisschen besser. Ein bisschen. So, und Feuer. So. Ah, ich will da durchfahren. Ich habe das Gefühl, dass es hier... Das wirkt so, als wäre das der kürzeste Weg. Ja, ein bisschen angeeckt. Schön mit Schmackes. Und abkühlen. Guckt euch das an. Aufgekommen, komplett abgekühlt. So muss das sein. Aber immer noch Fünfter. Wie an der Perlenschnur aufgereiht, fahren wir hier einfach mit den anderen mit. Das geht natürlich nicht. Okay, irgendwas passiert. Ein Heli. Ja, ist geil. Aber was macht der? Lassen Sie das bitte. Ah, den kann ich nicht battlen hier, den Jungen. Der ballert gleich, oder was? Was macht er denn? Was macht er denn? Alter, der zieht hier seine Kreise. Ah. Und mal wieder auf Kurs kommen. Ja, der hier vorne, der hat's drauf. Aber ich kann springen, Junge. Ich kann springen. Oh! Boah! Da stand einfach mal eine schöne Ladung Busse einfach rum. Und da sind wir wieder auf dem Fünften. Lass mich!
Alter! Unsere Spiegel haben sich verhangen. Der hat wohl den falschen Sprit getankt, hä? Ja, so ist das. Wenn du den billigen Diesel reintankst und musst eigentlich super tanken. Da geht's auf einmal puff. Nee, um ehrlich zu sein, passiert, glaube ich, gar nichts. Ah, ärgerlich. Ich glaube, wenn du Diesel in einem bleifreien Motor eintankst, da passiert gar nichts. Weil du den ja gar nicht so anzünden könntest. Okay, komm, 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 komm. Lass mich zurücksetzen. Da sind noch mehr Helis. So, letzte Runde. Wir haben es irgendwie geschafft. Alter, hier bricht gerade der Krieg los, oder? Irgendwo gerade Bazooka-Einschläge. Und auf unerklärliche Art und Weise bin ich auf dem ersten Platz. Alter, die schießen hier mit Bazookas. Huch. Verzeihung. Das war so nicht geplant. Und go. Fuck you. Ah. Alter. Ich hab's geschafft. Ich hab's, glaube ich, als Einziger geschafft. Aber ich weiß nicht, ob das gut ist. Oh, man. Wie hat der das denn jetzt hingekriegt? Dieser alte Lappen. Warte mal, ich fahr auch da unten lang. Hier oben, das ist mir zu frickelig. Oh, shit. Oh, shit. Okay, da fahre ich nicht mehr lang. Ich hab's begriffen. Ja, ja, ich hab's schon begriffen. Da geht's nicht mehr lang. Okay, da oben. Schön mit Schmackes einmal lang übers Grüne. Über die Grünfläche. Früher war sie abgesperrt. Doch jetzt ist der einzige Weg. Okay. Der eine Weg ist weg. Der andere Weg ist dafür da. Viel Airzeit. Er hat mich überholt, aber er wird wahrscheinlich dort an diesen Dingern hängen bleiben. Was passiert denn? Ho! 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 Ach, der Heli. Da war ein Heli. Ja, erstmal gar nicht gesehen. Und Feuer! Jaha! Yes, Kranfeld! Es ergibt sich immer wieder noch ein kleiner Ausweg. Okay, hier bin ich vorhin hängen geblieben. Aber nicht das zweite Mal. So, jetzt nochmal richtig schön abkühlen. Und dann durchs Ziel durch. Zack, wir nehmen den längsten Weg. Aber damit den Nuss. Da hinten explodiert schon wieder alles und wir haben das Rennen. Oh, geile Aktion. Geile Aktion. In der letzten Runde, da ging nochmal richtig schön der Kackstift raus und hat ein Gemälde gezeichnet. Ein Gemälde aus Zerstörung, Apokalypse. Wieso Apokalypse? Ja, ganz einfach. Was so heißt. Da. Dieses Cover hat mein Kackstift gemalt. Was früher als Hobby begann, ist, ich bin professioneller Kackstiftmaler. Ich weiß, das ist sehr eklig. Die Armee ist da. Wir haben viele gute Freunde verloren. Wir haben sehr viele gute Freunde verloren. Und ja. Wir haben gerade das abgeschlossen. Sehe ich das richtig? Wir haben die Kampagne abgeschlossen. Profi Tag 1 beendet. Was ist denn hier los? Alles auf Platz 1. Kann es noch geiler werden? Kann Fan Förde Franz hier einfach noch mit noch mehr Leistung glänzen? Auf jeden Fall. Hey, hey, Tyler! Beruhige dich! Es kann nicht einfach so sterben. Er ist der glücklichste Mann der Welt. Irgendwas stimmt hier nicht, Mann. Das stinkt zum Himmel. Echt eine klasse Show, Mann. Guys! Irgendwer ist anscheinend gestorben. So, es geht wieder los. Wellen der Zerstörung, Tag 2. Okay, die zweite Kampagne ist wahrscheinlich immer noch nicht fertig, sondern nur der erste Tag. So habe ich das jetzt verstanden. Und wir sind ziemlich on Rage. Irgendwer von unseren ganz, ganz dicken Kumpels ist umgekommen.
Und die Schuld trägt natürlich derjenige, der vor mir fährt. Auf den fokussiere ich mich. Und meine ganze Wut wird in professionelles Fahren umgesetzt, damit ich hier den ersten Platz erreiche. Wellen der Zerstörung, Takt 2. Frisch am Tagesanbruch. Oh ja, oh ja, oh ja! Habt ihr das da rechts gerade gesehen? Habt ihr das da gerade gesehen? Ist das ein Tsunami? Ist das ein Tsunami? Fahren wir da rein? Wollt ihr mich verarschen? Ich weiß gar nicht, was ist der Unterschied zwischen Hurricane, Tsunami? Bis auf, dass es verschiedene Festivals sind, aber ansonsten Windstärken wahrscheinlich, oder? Ach, natürlich, da vorne fliegt ein Boot lang. Hab das gerade gesehen, so ein kleines. Ja, ist schön. Also, wenn ich dann doch irgendwie mal hängen bleibe, dann weiß ich, ich kann aufs Boot umsatteln. Alter, wie geil, auch die Palmen hier sich biegen. Der Donut da oben, der muss auf jeden Fall noch runterfallen. Aber auf jeden Fall. So, ja, geh mal richtig los hier. Jawohl, wer beballert mich denn hier bitte? Sag mal, wollt ihr nicht mal irgendwelche Schutzbunker oder so gehen? Statt mich hier zu beschießen. Also ganz ehrlich, ich mag ja auch Festivals und Rennen, aber wenn da so ein Tornado, ich nenne es jetzt Tornado, Tsunami, Hurricane, auf mich zukommt, ich glaube, dann würde ich doch sagen, ey, Jungs, heute ohne mich, ich bleib mal zu Hause. Ist schwierig, ne? Aber okay. Ja, zack, die eine reingedrückt. So, wo lang denn? Rechts, okay. Jetzt rechts lang. Runde 2 von 4. Das Ding ist, glaube ich, dass dieser Tsunami immer näher rückt, oder? Der kommt doch so ein bisschen an die Küste. Sehe ich das richtig? Irgendwie fahren wir doch jetzt wirklich direkt rein. Boot! Stückchen Boot. Alter, wie frech. Hat er mir einfach ein Stückchen Boot... Er ist noch nicht ganz da. Vielleicht nächste Runde. Na, damit man sich jede Runde auf was freuen kann. Ist doch auch schön. Was hast du heute gemacht? Oh, 4 Runden gefahren. Erst war ich vor dem Tsunami, dann war ich im Tsunami und dann war ich hinter dem Tsunami und jetzt bin ich einfach nur Salami. Ah, cool. Geil. Ah, ist gut. Gute Aktion. So, 8. Platz. Das ist natürlich nichts. Eben war ich 7. Aber ist auch gemein, dass mir da so ein Stückchen Boot entgegengeworfen wird. Alter, wie soll ich diese Kurve kriegen? Ich bremse volle Möhre ab. Ich krieg diese Kurve nicht. Ich habe das Gefühl, dass die Jungs da vorne vielleicht direkt in den Tsunami reinfallen. Ich weiß, ich sage sehr, sehr häufig Tsunami. Aber es ist auch ein schönes Wort. Je öfter man es sagt, desto komischer klingt das Wort. Kennt ihr das? Tsunami. Könnte auch eigentlich irgendwie ein scharfes Gericht sein. Tsunami! Tsunami. So, let's go. Vorletzte Runde, irgendwas passiert? Natürlich. Natürlich, ne? Ah, ach, natürlich. Ja, wundervoll. Wo geht's denn hier lang? So. Und ihr wundert euch immer, warum Wracks angespült werden. Nee. Die werden nicht angespült. Es gibt immer irgendwelche Trottel, die während eines Sturms dann Rennen fahren. So passiert das. Kam da gerade ein Tanklaster an? Irgendwie war meine Strecke war kurz weg. Irgendwie war die kurz weg. So, vorletzte Runde. Jetzt müssen wir langsam, aber sag mal, ein Blitzeinschlag. Okay. Das ist ein Riesenrad. Ach, das hat hier genau eine Lücke. Na, da haben wir aber Glück. Da haben wir aber jetzt Glück gehabt. So, 5. Platz. Vielleicht kriege ich aber da hinten ein, der Donut. Irgendwas muss mit diesem Donut passieren. Diese langgezogene Linkskurve. Irgendwie muss ich die doch mal hinkriegen. Ich krieg... Aha. Gott, 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 Gott. Yes! Ein Erfolgserlebnis für mich. Ich hab's hingekriegt. Schön eng gesprungen. Immer noch der 5. Platz. Der ewige 5. Ne, ich fahr rechts rum. Kürzere Weg. Allerdings auch ein bisschen dichter am Tsunami dann. Jawohl! Wo ist der Donut? Kein Donut. Immer noch der 5. Hier gehen meine mit. Jede Runde dasselbe. Er versucht mich zu überholen und kriegt eine reingedrückt. So, 4. Platz. Let's go, Boot! Okay, ja, ja, ja. Du kannst mich versuchen zu battlen. Da gehe ich gar nicht drauf ein. Okay, 3. Platz. Das würde tendenziell reichen. Komm her. Tsunami, du hast noch einmal die Chance, uns den Donut entgegenspringen zu lassen. Ich will den Donut sehen.
Ah, hier am Strand ist ein bisschen viel los, ne? Ja, was soll ich denn da bitte machen? Da komme ich leider nicht durch. Donut? Schiff! Damit kann ja gar keiner rechnen, oder? Dass jetzt noch ein Schiff zusätzlich kommt. Lass mich raten. Noch eins? Komm, gib uns noch ein Schiff. Okay, fahren den mal hinterher. Der ist sehr kompetent. Und außerdem sind wir da mal beim Donut. Los, komm. Komm, Donut. Das ist frech. Es passiert nichts mit diesem Donut. Ach. Na, wartet. Ich werde hier wiederkommen. Ich werde beim nächsten Tsunami wiederherkommen. Aber muss auch sagen, für Sicherheit ist gesorgt, ne? Also, dass dieser Donut da oben drauf hält. Oh. Da hätte ich aber gedacht, komme ich locker durch. Hätte eine Fahrradkette. So. Okay, jetzt schnell dran vorbei. Schnell dran vorbei, nicht mich betteln. Jawohl. Kacke, ey. Jetzt müssen wir aber irgendwie nochmal die Lücke finden. Nochmal eine Lücke finden, nochmal eine Lücke finden, nochmal eine Lücke. Komm, let's go. Yes, Mann, Alter. So macht man das. So macht man das. Der letzte Sprung. Einfach mal auf den ersten Platz geswitcht. Trotz Tsunami. Trotz Donut. Alter, was für ein Rennen, Leute. Hammergeil. Ja, die Zerstörung nimmt langsam die maximalen Grenzen an. Zumindest so, dass ich wenigstens noch eine leichte Übersicht habe, was hier mal passiert. Aber ich kann noch eins verraten. Ich habe da noch im Hinterkopf, was noch passiert. So ein paar Sachen. Und es wird komplett unübersichtlich. Man wird einfach nur zerstört, weil es geil ist. Ich werde mich aufregen, weil einfach so zerstört werden ist nicht so geil, aber es ist trotzdem geil. So, wie ihr das verpasst, ist euer Problem. Aber ich kann euch raten, wie ihr es nicht verpassen könnt, indem ihr einfach den Abo-Button klickt, hier ein Like drauf gebt, das Ganze kommentiert. Und wir sehen uns einfach das nächste Mal im Video auf meinem Kanal. Vielen Dank fürs Zusehen, euer Fanförde Franz. Ciao.